Talk täglich, präsentiert von Spagart, eurem kompetenten Whirlpool-Partner. Frühlingserwachen bei Spagart in Arberg. Und von AXA Küche Steffisburg. Erlebt eure neue Küche bei uns im 3D-Kino. Hochtäglich am Dienstag, grüße euch miteinander. Mit dem Film «Unser Garten Eden» hat der Dokumentarfilmer Manu Khalil der Schweizer Schrebergärten und dem Leben drin ein Denkmal gesetzt. Dem Ort, wo Leute verschiedenster sozialer und politischer Herkunft aus den verschiedensten Ländern ihrer Freizeit friedlich zusammenleben. Der Dokufilm hat bei der Berner Theatermacherin Liviane Richard eine Idee entstanden. Die Autorin und die Regisseurin, die im Theater Matte und auf dem Open Air, eben auf dem Gurten, erfolgreiches Theater inszeniert, will aus dem Stück eben jetzt ihr eigenes Paradies machen. Und diesen Sommer wird es auf dem Gurten aufgeführt. Mit dem Titel eben Paradies. In diesen Tagen wird das Projekt öffentlich lanciert. Der Vorverkauf fährt nächste Woche an. Und sie ist heute mein Gast. Willkommen im Paradies hier, Liviane Richard. Merci, ciao, Mette. Wie ist das eigentlich so, also, wenn man sich inspirieren von einem Dokufilm? Also, macht es einen Klick? Plötzlich sieht man das Theaterstück vor sich, wo man den schreiben will? Nein, also überhaupt nicht. Weil natürlich ein Dokufilm ist ein völlig anderes Medium als ein Freilichttheater. Ich habe den Film gesehen, völlig zufällig beim Durchzappen, am Sonntag am Abend. Und bin einfach fasziniert gewesen, wie der Manu Khalil schafft, sehr, sehr nach, fast ohne Grenze an die Leute her. Also mir ist vorgekommen, wie wenn sich die Leute gar nicht bewusst mehr wären, dass eine Kamera dabei ist. Oder? Und einfach das Setting von diesem Schrebergarten mit diesen multikulturellen Leuten, die da sind und mit diesen Mentalitäten und Religionen und Verhaltensweisen, die da aufeinander prallen, das hat mir einfach gedacht, das ist Welttheater unter einem Mikroskop, oder? Und ja, nachher ist es schon spät gewesen, dann habe ich den Mann nicht mehr angerufen, aber ich habe ihn noch nicht gekannt. Am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und habe ihn getroffen und habe von ihm vor allem wissen, warum hast du diesen Film gemacht? Du könntest seine Absichten ähnlich sein, wie ich sofort gesehen mit dem Theater. Aber hast du bis dann schon Schrebergarten-Erfahrung gehabt? Null. No. Also noch nie, also gegen nur vom Auto aus gedacht, oder vom Zug aus. Genau, ich habe mal einen Schauspieler in Schrebergarten, hat mich immer mal einladen, aber das hat irgendwie nie geklappt. Und sonst weder verwandt noch verschwägert noch verbrüdert mit jemandem, der so ein Gärtchen hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ja solche Schrebergarten-Fans, also richtige Freaks, und dann gibt es solche, die sagen, nie Schrebergarten. Irgendetwas dazwischen kenne ich nicht. Ja, es ist etwas, wo schwarz-weiß, also man liebt es oder man hasst es. Das habe ich auch den Eindruck. Ja, ich habe jetzt gelernt, Liebe, indem ich mich damit befassen darf. Aber weil ich selber zuhause auch einen Garten habe, suche ich jetzt nicht auch noch einen Schrebergarten, weil ich schaue schon zum eigenen Garten. Das ist schon nicht genug anstrengend. Wir kennen das. Aber wir schauen da schnell rein in den Trailer, also in Ausschnitte vom Trailer, die nächste Woche werden laufen, eben das Paradies auf dem Garten. Voll Scheissdreck, Mann, und unsere Tradition. Kannst du nicht mal ein ganzes Lamm drauf machen? Macht ziemlich Rauch, eure Tradition. Dann mach mal Lamm ohne Rauch, du Dubbel. Wer ist jetzt das gewesen? Ja, wer ist das gewesen? Ab im Juni auf dem Gurten, das Paradies dort, aber nicht unbedingt paradiesisch, der erste Ausschnitt, also das paradiesische Trugschluss. Paradies ist natürlich ein provokanter Titel. Wir alle wissen, die auf dieser Kugel leben, dass das Paradies, das war einmal. Ja, nein, wir warten darauf. Wir warten immer noch darauf. Und so ist natürlich auch in einem Schrebergarten. Oder? Also der Manu Khalil, als er in die Schweiz kam, er ist von Syrien und dort noch von der kurdischen Minderheit, der hat es fast nicht geglaubt. Das war der Grund, warum er den Film gemacht hat. Er hat einfach gesehen, die haben so Orte, wo die griechische, neben der kurdischen, neben der türkischen, neben der you name it, you have it, Fahne steht, das gibt es nicht. Warum schlossen sich die hier geringen in die? Serbe, ehemalige Kriegsgegner, Kosovo-Albaner und so weiter. Und auf den ersten Blick ist das eben das Paradies, das wir hier haben. Die Schweiz ist ein Paradies. Und im Paradies hat es noch kleine Paradies, nämlich die Schrebergärten. Und auf den zweiten, genauer Blick, merkt man dann, dass es natürlich in so einem Schrebergarten
nicht um die Atombombe geht und nicht um neuerdings diskutiert wie der riesige Vorhang oder so, sondern es geht um die kleinen Sachen. Wächst die Apfelbaum in mein Gärtchen über? Und wenn man natürlich Zentimeter für Zentimeter die Parzellen genau ausmisst, dann sind solche Sachen nachher sehr, sehr... Und der Ausschnitt, den wir gesehen haben, geht es darum, sie haben einen neuen Gemeinschaftsgrill. Und die Serben wollen darauf ein ganzes Spannferkel machen. Die Türken wollen gerne ein Lamm machen, ja, aber ohne, dass es im Spannferkel ankommt. Keine Berührungen. Und die Schweizer sagen, und wo bitte sehr, haben wir noch einen Platz für unsere Poulet, Flugeli und Cervela. Und so gesehen, darum habe ich vorhin gesagt, das ist wie ein Welttheater unter einem Mikroskop. Es ist eigentlich die kleine Ausgabe, eine Art Swiss-Miniatur von dem, was wir im Weltgeschehen erleben. Und dort muss man ja manchmal einfach auch nur noch lachen. Oder? Also es hat sehr viel... ist die einzige Methode, das überhaupt zu überleben, also Humor, oder? Es ist so, ohne zu lachen würde man schaut, der Grill, der ist ja, das ist mir die Erinnerung im Film von Manu, ist ja der irgendwo thematisiert, wo ja eben die muslimischen Leute sagen, oh, da haben sie gestern eine Säule gebraten, oder? Jetzt können wir das nicht. An diesem Spiess, wir brauchen einen anderen Spiess, genau. Du hast jetzt das ausdehnt. Ja. Also, der Grill ist das Zentrum. Also, ich habe mir das notiert, ich liebe Oscar Wilde, der hat mal gesagt, ich liebe es, Theater zu spielen, es ist so viel realistischer als das Leben. Mhm. Also, hast du jetzt ehrlich einen Dokufilm, wo man kann sagen, da kommt ja immer wieder ein bisschen versöhnlicher her. Der Film von Malu, hast du jetzt den zugespitzt? Aber Moment, es geht der Rambazamba zu. Aber realistisch. Ja, also jetzt eigentlich die Schreber, die Grillgeschichte ist eigentlich die einzige, die ich aus dem Film 1:1 übernommen habe. Sonst musste ich gänzlich ein neues Stück machen. Weil ich kann natürlich vom Gurten nicht gehen. Personenporträts, die zwei da hückeln und ein Glas Weisswein trinken, und man merkt, wie sie sich auseinanderleben, wie beispielsweise das polnische, glaube ich, Ehepaar im Film. Das kann ich ja nicht auf dem Gurten nicht bringen. Das ist ja an sich auch noch nicht eine Geschichte. Das heisst, ich musste einerseits einen roten Faden müssen finden. Es ging ein bisschen lang. Ja, es wäre ein bisschen episch. Und andererseits braucht das Freilichttheater auch Massenszenen. Also, es ist eben nicht, ich gehe in das Häuschen filmen, ich gehe in das Häuschen filmen, sondern es ist, wir haben jetzt 9 Nationen und 12 Häuser und das ist ein abgestufter Schrebergarten, den wir vom Gurten werden haben. Und da läuft dauernd etwas. Das heisst, ja, ich habe im Prinzip eine gänzlich neue Geschichte. Ja, du musst ja noch Drama reinbringen. Oder? Man kann das ja nicht reinziehen in einen Dokufilm. Also, wird es jetzt mehr ein Drama oder eine Komödie? Oder versuchst du ein Mittelding zu machen? So etwas Dürrenmattisches vielleicht? Es hat ein bisschen die schlimmstmögliche Dürrenmatsche Wendung. ist eine Art drin, ja, ohne dass ich da zu viel möchte verraten. Aber es ist eigentlich, wie meistens in meinen Stücken, es ist so eine Achterbahn, oder so wie das Leben auch ist. Man kann manchmal am Morgen aufstehen, ohne dass jetzt etwas Schlimmes passiert, hat man um 9 eine gute Laune, um 10 wie angeschlagen eine schlechte Laune. Und man kann an einem Menschen an einem Tag viel lachen und manchmal ist das Grennen gleich nebendran. Und so ist es eigentlich auch in diesem Stück. Ich gehe eigentlich nicht gerne nur so in eine Richtung. Der Tellenbach war im Grunde noch eine tragische Geschichte gewesen. Und gleich hat man viel können lachen und manchmal bleibt einem das Lachen eben auch im Hals stecken, weil alles ist ja sehr, sehr nach nebenan. Also, was machst du lieber? Lustiges oder Trauriges? Also jetzt, wenn du es inszenierst oder wenn du es schreibst, was ist einfacher zu schreiben? Poet ist auch schwieriger. Ich schreibe sehr gerne komisch, aber so richtig absinken kann ich mehr in ein Drama. Mhm. Inszenieren ist die Komödie schwieriger. Die Komödie hat sehr viel immer zu tun mit Timing. Ist eher schwieriger. Also wenn man mal davor aussetzt, man hat gute Schauspieler, sonst ist alles schwierig, wenn man schlechte Schauspieler hat. Ja, dann wird es zum Drama, wenn das Publikum nicht macht. Richtig, dann wird die Komödie zum Drama. Oder man hat eine unfreiwillige Komik oder und so weiter. Aber vorausgesetzt, man hat, sag jetzt mal, gutes Rohmaterial auf der Bühne, dann ist die Komödie eher schwieriger. Ja. Aber ich liebe beides. Und ich liebe, wenn es verschmilzt ineinander. Das ist jetzt auch wieder so ein Stück. Das könnte ja gut verschmilzen. Also das haben wir auch im Film auch das Gefühl gehabt, aber das heisst ja frei nach Film, oder? Frei nach dem Film oder basierend oder genau, nach einem Stoff. Aber gibt es Charaktere, die du mitnimmst? Du hast gesagt, der Grill nimmt
Schmidt, nimmst du den Präsidenten? Ja. Den Präsidenten so, ja, also wahnsinnig der Präsident dünkt, ist bei uns gespielt von Sergio Moris Valio. Ja. Ich habe daraus gemacht, er ist ja Musical-Darsteller, bekannt von der Thunerseebühne und bekannt vom Ewige Liebe. Und er ist natürlich sehr ein guter Sänger. Und ich habe jetzt aus ihm einen gemacht, der eigentlich in diesem Schrebergarten strandet, aber eigentlich wäre er ein Opernsänger. Oder? Und manchmal ist es ein bisschen nervig, dass er immer am Singen ist, wenn er daherkommt. Aber der Italianità, also der italienische Akzent, den lasse ich ihm sehr schon. Muss ich dort noch schauen, wo genau durch. Aber wie streng, und der andere ist ja streng. Extrem. Der andere ist eben wie eine Karikatur. Ja. Und das mit dem italienischen Akzent, oder? Wo der ja wieder nicht aufgeht. Genau. Also die Figur habe ich übernommen. Das ist eigentlich die einzige. Und sonst habe ich eine völlig neue Figur noch eingebaut, die der plötzlich auftaucht und wo nachher der rote Faden gibt. Die schlimmste mögliche Wendung nimmt, die ich natürlich gerne noch herausfinden möchte in den ersten 10 Minuten, das Gespräch. Du musst dir noch ein bisschen Mühe geben. Also, ich arbeite mich her. Aber du hast gesagt, du hast keine Schrebergarten-Erfahrung gehabt. Also, wie hast du jetzt recherchiert? Also, man muss sich das vorstellen. Hast du Partystimmung in Touren gehabt? Oder ein Drama? Oder eine bald Lattung Längwilligkeit? Beim Recherchieren? Ja, also du hast jetzt mal in die Gärten ein bisschen müssen. Doch, geh mal los, wie das geht. Also ich bin natürlich in sämtlichen Schrebergärten von Bern, bin ich auch sicher machen. Zum Teil auch im Winter, wenn gar niemand rum war. Und habe wirklich auch so ein bisschen die Häuschen hineingeschaut. Was suchen die Menschen dort? Oder? Es hat auch jedes Häuschen an Ort ist angeschrieben, mein Zuhause oder Paradies oder das sehr selbstironische Schloss Willi. Und das sind ja alles so normierte kleine Häuschen. Und ich habe mich sehr davon verliebt in die Welt, weil es einfach, weil man richtig schmeckt an diesen Orten, wie nach Freude und Leid, wie nach einheimisch, sehr patriotisch, neben sehr exotisch, wie nach, das ist so eine Schmelztiegel, oder? Und bei mir war mehr das Problem, was kann ich jetzt leider alles nicht reinnehmen? Es kommen einem natürlich so viele Ideen in Sinn. Das ist aber hast du schon eine Realsatire erlebt? Also ich denke jetzt eben, wieder zurück auf die schlimmstmögliche Wendung, hat sich dort etwas vielleicht, bist du dort auf eine Idee gekommen, wo du gedacht hast, also das musst du unbedingt auf die Bühne bringen? Im Schrebergarten selber? Beim Recherchieren? Nein, eigentlich nicht. Aber etwas Lustiges, was passiert ist, ist, ich habe, es gibt ja auch in Deutschland ist das so eine grosse Tradition. Mit den Schrebergärten rund um Berlin hat es viele Schrebergärten und so. Und dann habe ich eine Geschichte gelesen im Google, dass man hat ein Sans-Papier gefunden hat, das ein halbes Jahr sich so in einem Schrebergarten-Kütte versteckt hat. Und dann gedacht, das könnte jetzt in die Richtung die Idee gehen, was ich da noch am Suchen bin. Und manchmal gibt es im Leben so Synchronizitäten. Am nächsten Tag hat sich bei mir der Tariq Abdallah, der jetzt auf dem Plakat überall drauf ist, ein Sudanese gemeldet, der seit 16 Jahren in der Schweiz lebt und hier Informatiker ist und so. Und eben Theatererfahrung hat. Er hat den Doc-Film auch gesehen und er hat gesehen, dass ich da ein Stück daraus mache und er würde sehr gerne spielen. Und jetzt habe ich quasi im Tariq Abdallah die Figur auf ein Lieb geschrieben von dem Öpper, der da in diesem Schrebergarten auftaucht und der dann plötzlich die ganze Toleranz und Nächstenliebe und so nicht mehr ganz so selbst erklärend ist. Vor allem, weil noch ein Schildkrott verschwindet. Ein Schildkrott? Ja, es verschwindet noch ein Schildkrott. Überlebt er? Kann man das verraten? Oder lebt er in einem Suppentopf? Durch das, dass wir ja 30 Mal spielen, habe ich ihn auch überleben. Ja, er also überlebt. Aber es setzt unglaubliche Geschichten frei, dass zum Beispiel plötzlich eine findet, ja, es könnte ja der gewesen sein, der da neuerdings rum ist. Es ist ein Deutsche, sagt sie, die essen ja auch Heuschrecken. Mhm. Und schließt also daraus, dass der vermutlich die Gerda, Schildkröte heisst Gerda im Stück, vermutlich genommen hat und gegessen. Also, und dort werden wir dann mit diesen Vorurteilen konfrontiert, die eben überall sehr schnell brodeln, wenn ein fremdes Element aber auftaucht. Aber Gerda ist nicht die schlimmste mögliche Wendung. Also das Nein. hat aber so ein bisschen in diesem Zusammenhang... Gerda ist nicht die schlimmste mögliche Wendung, auch nicht die beste Schauspielerin. Aber kann man mit einem Happy End rechnen? Oder darf es es dort nicht geben? Ein offenes Ende? Es ist, sagen wir es so, ein Happy End mit einem Augenzwinkern. Mhm.
Also, mehr sage ich das dazu nicht. Verstehen Sie, nachdem sie sich geküsst haben, wenn es nachher die Schmine für kommt? Oder der nein, ist ganz anders. Es ist ganz selbstironisch. Es ist extrem selbstironisch. Also. Ich habe eigentlich etwas geschrieben am Schluss, wo ich mir selbst damit geissle. Das wird ganz sicher in den Kritiken stehen. So kann man ein Stück nicht aufhören. Aber das macht mit dir zu heißen, die Regisseurin hat ihre eigene Vergangenheit verarbeitet. Hat ihr Stück mit dem letzten Satz gebodigen. Da bin ich sicher, dass das neu wird. Wir werden darauf zurückkommen. Ja, aber apropos dir, wie hat sich das Bild verändert? Also eben, Schrebergarten, einerseits Bünzlichkeit, Spießigkeit, das bösere Wort. Du hast vorhin gesagt, du hast dich fast ein bisschen verliebt in das Leben. Also kann man damit rechnen, dass du schon bald wirst, ein Schrebergarten gleichwohl vielleicht... Nein, ich habe keine Zeit. Also neben dem Garten nicht, aber du hast ein neues Bild bekommen. Ja, es ist ein grosses... Gut, jetzt dort nicht mehr irgendwelche xenophobe Geschichten überwinden, aber es ist ein grossartiges... ein Sandkasten in andere Kulturen und in andere Menschenleben hineinzusehen. Und die Leute in diesen Schrebergärten, die stellen sich dem. Mhm. Also ich habe gestaunt, was da wirklich... Natürlich eben, kommt das, also das habe ich natürlich für das Theater auch noch rausgeschafft, oder? Es braucht ja Stoff. Aber es ist im Grunde noch eine riesige Toleranz. Wir sind so in diesem Schrebergarten Bottigen Moos, gerade den Trailer, den wir vorhin gesehen haben, drehen. Es sind sofort Leute herum, die Freude haben. Und das ist nichts von, was machen jetzt die da? Also dadurch, dass es nicht in dem Sinn Besitz ist, sondern Pacht, tut sich dort auch niemand aufgehen, als jetzt der grosse Grundbesitzer. Oder wie sagt man Grund? Das sind fast Indianer, die sagen, man kann den Boden nicht besitzen. Also man tut ja, eine Art ist das ist schön, ja. Indianische Schweizer Indianer. Also eben, wir können von den Schrebergärtnern lernen. Mhm. Können wir, ja. Ja, definitiv. Also nicht von allen, es gibt überall, sagen das Wüstenwort jetzt nicht, aber es gibt überall Sättige, die gibt es auch in den Schrebergärten. Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, oder dann nützt ja die... Absolut. Und in den Schrebergärten überall kannst du den Nachbarn nicht auslesen, Arrangez-vous, oder was gäbig ist im Schrebergarten, tust du halt so auf eine andere Parzelle, wenn es der frei ist. Oder schon bereits das Land wechseln, sprich im nächsten Schrebergarten. Genau. Also, du hast ja gewaltige Erfahrung. Jetzt 12 Jahre machst du jetzt Gurtentheater, seit ein paar Jahren machst du Mathe, Theater Mathe, da kommen wir noch schnell drauf. Aber du hast schon früher viel gespielt, oder? Wenn du jetzt da die Charaktere erklärst, aber du spielst jetzt selber nicht mehr. Ist es für dich abgeschlossen oder würdest du nicht Lust haben, du selber in einen Charakter reinzusteigen und dann auch zu spielen auf der Bühne? Nicht nur schreiben und inszenieren, sondern eben auch selber spielen. Also mein Spiel findet sehr oft auf den Proben statt, wo ich plötzlich drinnen bin und ein bisschen mitmache. Das Film muss auch noch irgendwie als Making-of zeigen. Ja, und bin manchmal ein bisschen ungeduldig und dann kann ich es lieber schnell zeigen, was ich meine, statt es lang zu erklären. Das ist ein bisschen ein Fehler, ich weiss es. Weil der Schauspieler muss dann nachher mehr wieder loswerden. Im ersten Moment, also ich rede jetzt von Amateuren, Profis können das differenzieren. Im ersten Moment tut dann mehr nachmachen, der Schauspieler. Das ist eigentlich nicht gut. Und da komme ich eigentlich genug zum Spiel. Nein, mir reizt die Regie oder so eben zu recherchieren für ein Stück oder die Regie und mit Kostüm, Schauspieler, Bühnenbild, Produzenten etc. zu tun zu haben, das reizt mich sehr. Aber ich würde sehr gerne wieder mal mit dem Projektleiter, mit dem Markus Marie Engist, der ja ein begnadeter Schauspieler ist. Wunderbar, in der Telebach gespielt. Richtig, ja. Mit ihm würde ich sehr gerne wieder mal etwas machen. Das ist, sehe ich auch so. Ja, also mit ihm zusammenspielen. Haben wir einmal gesagt, es wäre fein, wieder mal etwas. Das würden wir gerne wieder machen. Im Theater Mathe. Ja, zum Beispiel. Wo ja kein Geld bekommt. Richtig. Das ist ja noch schnell ein Thema, das mich interessiert. Ja. Du machst Theater, du nimmst nichts von öffentlicher Hand, von Sponsoren zwar jetzt auf dem Gurt, aber Mathe, das ist ja über Spender, über Gönner. Macht sie manchmal verrückt, also wenn du hörst, die Millionen, die jetzt zum Beispiel ins Stadttheater fliessen. Und man gar nicht lange hinterfragt, sondern sagt, also ich habe das schon gehört von Leuten aus der, sagen wir mal, aus etablierten Theaterkultur, die sagen, nur das garantiert eine gewisse Qualität. Ja, oder es ist immer ein bisschen die Frage, von wo dass man das Ross aufzäumt. Also, wir haben jetzt gerade beim Alex Chappen eine Petition deponiert. Wir haben Unterschriften gesammelt, weil wir gerne in der Mathe Gurten, hat sich die Stadt Bern eigentlich immer auf den Standpunkt gestellt, das steht auf Könizer Boden. Da kann man noch aber es ist ein Berner Hausberg. Aber ja, okay. Wenn es kostet, steht es auf Königsboden. Es ist einfach, je nachdem wird das interpretiert. Und es ist so,
dass sie natürlich auf dem Gurt haben mit Möglichkeit, wirklich Sponsoren zu finden, die uns namhafte Beträge geben, weil die wiederum eine Plattform haben. Mhm. In der Mathe sind wir zu klein. Das ist nicht spannend für einen Sponsor. Das ist, da reden wir von Mäzenatentum oder wir reden von Goodwill, von, sagen wir, von Zünft oder Gemeinnützigen und Mauri geben uns auch Geld, mhm, lustigerweise. Und die Stadt hat bis jetzt bei uns eigentlich wirklich den Generalstreik drin. Und ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir einfach stillschweigend jahrelang haben gemacht und gemacht und gemacht. Mhm. Und das Argument, wow, die können sanft, Berndeutsch gesagt. Genau. Ja. Und das Argumentarium, mhm, ist natürlich, dass wir in der Mathe, in Ermangelung von Geld, auch zum Teil Amateurtheater, also Leute anstellen, die für sehr wenig, mhm, Geld kommen, die haben durch den Tag ihren Job, oder? Und sie aber auf einem Niveau, wo man sie absolut professionell herbringt. Und das Argument ist dort, wenn wir für Projekte eingeben, ja, ihr habt ja nicht professionelle oder nicht nur professionelle Leute auf der Bühne. Und dort wollte ich ganz eingangs sagen, es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, woher dass man das Ross aufzoomt. Oder? Mhm. Also, es ist ja eine gewisse, es zeugt ja von einer gewissen Arroganz. Ich erinnere Günter Strack, der legendär, erst ein Fall für zwei, mhm, Anwalt, wo man gesagt hat, in gewissen Rollen sind Amateure sogar besser. Es ist, sie sich quasi hineinleben. Ja, etwas falsch also machen, muss es ganz, darum sind sie besser, oder? Sie haben weniger zu verlieren. Ja. Sie haben keinen Dünkel, sie haben keinen Ruf zu verlieren. Sie haben nicht den Berufsdings von ja, ganz alles gebe ich nie von mir, sondern wenn man sie richtig führt, schmeissen sich die wirklich in den Augen. Da, wo man vorher gesehen hat, wo sagt, macht ziemlich Rollkönig-Tradition. Mhm. Der Martin Gammensnit ist so ein Fall. Wenn man die richtige Rollen besetzt, dann holt er jeden Profi raus. Mhm. Aber das hat nichts zu tun, dass er ein besseres Können hat. Das, ja, darf man gar nicht sagen, sondern... Er geht es anders an. Er geht es völlig frei, ja. Komplett befreit. Oder? Letzte Frage, wir sind leider schon vor dem Ende, ich hatte noch 10 Fragen gehabt, aber du hast jetzt einen Film genommen, den du auf die Bühne bringst. Wann bringst du etwas vor die Bühne in Film? Also es liegt ja nach, dass Livia Ann-Richard dir auch mal einen Film macht. Also ich habe ein fertiges Filmdrehbuch im Schubladen. Das soll in Zürich produziert werden von einer Firma, die leider nicht Konkurs ist. Also nicht Konkurs ist gegangen, aber sein Geschäftsfeld verlagert, mhm, hat vom schwierigen Filmbusiness weg in die neuen Medien. Und wenn ich mal Zeit habe, suche ich mir eine Crew zusammen, Kamikaze-Crew, die für sehr wenig Geld den Film dreht. Ein Himmelfahrtskommando. Und er, genau, weiss, vielleicht führt es ins Paradies. Also wir können Aufruf machen mit anderen, Herren, die liebe Ann-Richard dreht für diesen Film. Muss nicht unbedingt mit der Lilo Pulver sein, vielleicht auch mal mit mir. Also, kannst du noch mehr aufrufen, ja, noch eine Liste. Gut, okay. Merci, dass du da bist. Merci, Matthew. Viel Glück, toi, toi, toi. Merci, und merci euch für zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und geht auf den Gurten natürlich ab Juni. Im Berner Hausberg, wo das König steht. Leck, das geht nicht. Talk täglich, präsentiert von Spagart, eurem kompetenten Whirlpool-Partner. Frühlingserwachen bei Spagart in Arberg. Und von AXA Küche Steffisburg. Ganz persönlich. Von Beratung bis zur Montage.